KTM Platz 1, hier auf dieser würdigen Adresse befinden wir uns gerade, hinter uns die KTM Motor Hall. Und da sind wir heute wieder auf Bildungsreise für die Serie Motorradtechnik im Detail 1000 PS klärt auf. Und heute sind wir für euch unterwegs in der Frage, wie funktioniert eigentlich eine Anti-Hopping-Kupplung? Was ist das? Was macht das? Das schaue ich mir jetzt hier an in der Motor Hall. Es ist so, dass ich leider ganz ein schlampiger Fahrer bin beim Zurückschalten und da bin ich dann auch schon zu jung, weil die erfahrenen Testpiloten haben es noch so richtig gelernt. Schön Zwischengas geben beim Zurückschalten, am Kurveneingang nichts dem Zufall überlassen, die Kupplung einschleifen lassen. Und das Rennstreckenfahren habe ich tatsächlich mit Motorrädern gelernt, die schon Anti-Hopping-Kupplung haben. Und ich habe da einfach beinhart zurückschalten, Kupplung schnalzen lassen und die Anti-Hopping und der Hinterreifen haben das einfach geschmeidigst erledigt und ich bin da wunderbar in den Radius hineingefahren. Ich habe mir dann echt schwer getan, wenn ich dann umgestiegen bin auf Motorräder ohne Anti-Hopping-Kupplung, weil ich dann eine Komponente mehr regeln musste. Beim Zurückschalten dieses Dosieren des Bremsmomentes über Zwischengas oder über eine schleifende Kupplung und das hat natürlich echt Zeit gekostet, weil wenn du dann wieder ein Ding mehr hast, auf das du dich konzentrieren musst, und das ist plötzlich da, dann ist es ein Drama. All jene, die mal Motorrad gelernt haben ohne Anti-Hopping-Kupplung, für die ist das eh kein Problem. Das ist ganz normal, dass man da vorsichtig zurückschaltet am Kurveneingang und da das dosiert, wie viel Bremswirkung kann ich da jetzt in dieser Situation übertragen. Aber die jüngeren Leute, die wollen wahrscheinlich nicht, selbst die gar nicht wissen, dass es eine Anti-Hopping-Kupplung überhaupt gibt, für die wäre das ein Drama, wenn die jetzt plötzlich ohne fahren müssten. Ja. Ja, wenn man es einmal erlebt hat, weiß man, warum die Anti-Hopping-Kupplung ihren Namen hat. Also ich würde vielleicht auch sagen Anti-Hoppel-Kupplung, weil sie verhindert halt das Springen des Hinterrads beim aggressiven Runterschalten bei hohen Drehzahlen. Also es ist ja so, wenn ich schnell runterschalte, zum Beispiel auf der Rennstrecke und dabei auf eine Kurve anbremse, das Hinterrad wird leicht, dann fängt das Hinterrad an zu stempeln und man springt so richtig auf die Kurve zu mit dem Hinterrad und das fühlt sich furchtbar an und man hat das Motorrad auch nicht mehr richtig unter Kontrolle und die früheren Rennfahrer mussten dem Ganzen dann mit feiner Kupplungsarbeit und Zwischengas geben irgendwie entgegenwirken und die Anti-Hopping-Kupplung macht das Ganze dann überflüssig. Das heißt, ich kann runterschalten und mein Hinterrad fängt eben nicht an zu springen und deswegen ist für mich die Anti-Hopping-Kupplung gerade auf der Rennstrecke ein Mega-Feature. Auf der Landstraße merke ich es ehrlich gesagt sehr selten, weil man da einfach nicht in diesen hohen Drehzahlbereichen unterwegs ist und auch einfach nicht so aggressiv runterschaltet. Aber mal angenommen, ich habe so eine Situation, wo ich vielleicht mal zu ambitioniert unterwegs bin und das Hinterrad fängt an zu springen, dann ist es definitiv ein Sicherheitsfaktor, wenn die Anti-Hopping-Kupplung das verhindert. Ja, die Aufgabe einer Kupplung ist primär mal den Kraftschluss zwischen Kurbelwelle und Hinterrad herzustellen. Also mal der primäre Sinn dahinter. Wichtig ist die Kupplung natürlich auch zum Anfahren. Da sind auch große Entwicklungspunkte immer drinnen. Wie komfortabel lässt sich so eine Kupplung anfahren? Welche Zusatzfunktionen hat so eine Kupplung ansonsten noch drinnen, die für den Kunden erlebbar sind und einen Komfort noch am Fahrzeug ausmachen? Also eine Motorradkupplung sitzt eigentlich mitten im Antriebsstrang eines Motorrades. Das Drehmoment der Kurbelwelle wird auf den Kupplungskorb eingeleitet, geht dann quasi über das Reibpaket, was aus Stahllamellen und Belagslamellen besteht, auf den Kupplungsmitnehmer, der im Inneren der Kupplung liegt, weiter. Vom Kupplungsmitnehmer geht es dann über die Getriebeeingangswelle auf die Getriebeabtriebswelle zum Kettenritzel und somit dann auch über die Kette zum Hinterrad. Also somit ist die Kupplung eigentlich wirklich zentral im Antriebsstrang platziert. Wenn man am Kupplungshebel am Lenker zieht, passiert Folgendes, dass man eigentlich über eine hydraulische Leitung, über einen Geber- und Nehmerzylinder eine Druckstange betätigt. Diese Druckstange führt dann quer durch den Motor durch, wie es in unserem Fall bei unseren Motoren meistens ist, bei hydraulischen Kupplungen, muss ich dazu sagen.
Und mit dieser Druckstange hebt man dann die Druckplatte der Kupplung ab und verringert somit den Anpressdruck im Lamellenpaket, der quasi die Kraftübertragung zwischen Kurbelwelle und Getriebe halt sicherstellt. Wenn man die Kupplung langsam kommen lässt, dann geht eigentlich der ganze Prozess rückwärts. Also die Druckkappe schließt sich langsam und dann fängt die Kupplung zum Rutschen an und schön langsam fängt dann an, dass man Drehmoment übertragen kann, wieder von der Kurbelwelle aufs Getriebe. Hier aufgebaut haben wir eine Kupplung von einer 1290er Super Duke, wo man relativ schön sehen kann, wie der Kraftfluss halt läuft in so einer Kupplung, beziehungsweise wo ich euch erklären kann, was für ein Bauteil ist und somit vielleicht leichter verständlich ist, was in so einer Kupplung passiert. So, wenn wir auf der rechten Seite anfangen, sehen wir mal den Kupplungskorb, der am Beginn des der Kraftlinie eigentlich liegt. Der Kupplungskorb ist in dem Fall ein gedämpfter Kupplungskorb, ein Stahlrad, ein Aluminiumkorb und zwischendrin Dämpfungselemente. Wenn wir weitergehen, haben wir den Kupplungsmitnehmer, der im Normalfall dann hier herinnen sitzt. Dann als nächstes haben wir das Kupplungspaket, das abwechselnd aus Belaglamellen und Stahllamellen besteht. Die Stahllamellen in diesem Fall sind mechanisch mit dem Kupplungsmitnehmer verbunden. Und die Belaglamellen sind mechanisch mit dem Kupplungskorb verbunden. Was dann quasi, wenn das Belagspaket axial zusammengepresst wird, ermöglicht, dass Drehmoment über die Kupplung übertragen wird. Diese axiale Kraft wird dann über die Kupplungsdruckkappe eingeleitet, die so auf dem Paket drauf sitzt und das Paket dann axial vorspannt und, wie gesagt, eben Drehmoment übertragen lässt. Eine Anti-Hopping-Kupplung ist bei uns so aufgebaut, dass wir ein Rampensystem innerhalb der Kupplung haben. Dieses Rampensystem bewirkt auf der einen Seite ein verstärkendes Moment der Kupplung. Beim Beschleunigen zieht sich über diese Rampe die Kupplung weiter zu und ermöglicht dadurch, dass man einfach wieder mehr Drehmoment übertragen kann, wie bei der nominellen Auslegung von der Kupplung. Und genau dieses Rampensystem ist in umgekehrter Richtung, wenn das Drehmoment nicht vom Motor kommt, sondern vom Hinterrad eigentlich, dass sich die Kupplung öffnet und somit ein bisschen einen Schlupf zulässt und dadurch bewirkt, dass das Hinterrad nicht an Grip verliert. Zur Anti-Hopping-Funktion. Wie vorhin schon erwähnt, ist das bei unseren Kupplungen ein Rampensystem, was man hier herinnen ganz gut sieht. Das ist die Rampe am Kupplungsmitnehmer. Wir haben dann an der Druckkappe eine Gegenrampe, die, wenn die zwei Bauteile miteinander verbunden sind, dann quasi aufeinander laufen. Und wie man jetzt eigentlich schön sieht, macht die Rampe quasi die Kupplung auf. Also das Rampensystem bewirkt, dass die Druckkappe im Anti-Hopping-Fall halt geöffnet wird oder wie vorhin schon erwähnt, im Fall der Verstärkung, wenn das Motormoment anliegt, bewirkt dieses Rampensystem, dass sich die Druckkappe weiter nach unten bewegt und das Kupplungspaket halt weiter vorspannt. Eine Anti-Hopping-Kupplung muss prinzipiell immer auf den Motor abgestimmt werden. Wie ich schon gesagt habe, es ist im Falle unserer Anti-Hopping-Kupplung, wie wir es in der 1290er verbaut haben, ist eine Rampe drinnen, die für beides zuständig ist, für Anti-Hopping und für den Verstärkungsmodus. Und genau dieses Rampensystem kehrt einfach speziell an den Motor angepasst, dass die nicht zu viel zupresst und auf der anderen Seite im Anti-Hopping-Fall nicht zu leicht oder zu schwer aufmacht.
Also die gedämpfte Kupplung bewirkt, dass praktisch eine gewisse Dämpfung zwischen Kupplungskorb und Kupplungsmitnehmer entsteht. Das heißt, dass die, wenn der Verbrennungsdruck kommt, das geht über den Primärtrieb in die Kupplung, dass eben dieser Leistungskick, der da momentan kommt, einfach ein bisschen gedämpft wird. Und das merkt man dann auch in einer langlebigen, an der Kette, dass sie länger lebt, nicht? Weil diese Leistungsspitzen einfach ein bisschen gekappt werden und in die Breite gehen. Und an der Traktion am Hinterrad merkt man das auch. Also die Leichtgängigkeit einer Kupplung ist, wenn man damit als Grundvoraussetzung sieht, dass die Betätigung hydraulisch oder mit Seilzug eigentlich vom Prinzip her leichtgängig ist, kommt eigentlich daher aus der Vorspannkraft der Kupplung. Je nachdem, wie viel Moment eine Kupplung übertragen muss, wieder wie gesagt abgestimmt auf ein Fahrzeug, ob das Fahrzeug jetzt 100 Newtonmeter Drehmoment hat oder 40 Newtonmeter Drehmoment hat, ist ja für die Kupplung ein komplett unterschiedlicher Job. Und je nachdem, Kupplungsdimensionierung vom Durchmesser her, von der Dicke her, muss man dann halt auch je nach Moment die Kupplung fester zudrücken. Und das ist dann genau der Widerstand, den man als Motorradfahrer halt dann erfüllen kann, wenn man die Kupplung zieht. Ja, in Trockenkupplung, die Belege, die haben einfach einen höheren Reibkoeffizient. Deshalb sind die kleiner und haben weniger Reibscheiben. Und wenn ich eine Ölbadkupplung machen müsste, ja, dann hätte die eben einen sehr großen Durchmesser, sehr viele Belege. Der große Durchmesser, da habe ich dann ein sehr hohes Trägheitsmoment und wäre insgesamt auch nicht so kompakt natürlich. Deshalb macht man eine Trockenkupplung. Aber prinzipiell ist die Kupplung im Motorsport entstanden für einen extremsportlichen Einsatz. Und die Anti-Hopling-Kupplung verbessert das Fahrverhalten bei abrupten Schaltmanövern, wenn man zum Beispiel zwei Gänge nacheinander runterschaltet, bewirkt die Anti-Hopling-Kupplung, dass die großen Drehzahlunterschiede, die dann herrschen in so einer Situation, wenn man abrupt zwei Gänge runterschaltet, dass die Drehzahlunterschiede nicht dazu führen, dass das Hinterrad zu stempeln beginnt und Traktion verliert. Nein, also bei KTM sind bei unseren Street-Modellen sind Anti-Hopling-Kupplungen verbaut. Bei den Offroad-Modellen setzen wir ganz auf eine andere Technologie. Das sind eigentlich Kupplungen, die wir selbst entwickeln. Und in dem Fall setzen wir keine Anti-Hopling-Kupplungen nicht ein. Ja, ich fahre sehr aktiv ein Motorrad ohne Anti-Hopping-Kupplung auf der Rennstrecke. Meine Rennstreckmaschine hat leider keine, weil es halt doch ein bisschen älteres Motorrad ist. Und das ist halt doch, wenn man dann umsteigt von einem Motorrad mit Anti-Hopping-Kupplung auf ein Motorrad ohne, ja, dann merkt man halt einfach, dass man immer bei der Anbremsphase und beim Runterschalten deutlich vorsichtig ist, dort nochmal Zeit liegen lässt. Auf der Straße brauche ich es jetzt nicht unbedingt so, weil da bin ich eh nicht in dem Geschwindigkeitsbereich unterwegs, wo ich drastisch oder sehr schnell runterschalte. Aber auf der Rennstrecke ohne Anti-Hopping-Kupplung fahren, da merke ich schon, da bin ich vorsichtiger, da nehme ich mich ein bisschen zurück, einfach weil ich nicht in der harten Anbremsphase vielleicht gerade das Gefühl habe, noch das Vorgas anzupassen, dass ich sanft runterschalte. Und da ist eine Anti-Hopping-Kupplung dann doch immer sehr hilfreich. Das mit der Anti-Hopping-Kupplung, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das war, irgendwann war das so ein Schrei, wie halt dann das ABS oder irgendwas. Da hat es Anti-Hopping-Kupplung, war ganz wichtig. Und die Anti-Hopping-Kupplung war aber insofern wirklich wichtig, weil er dort zum Beispiel bei einer DL1000,
bei so einer Suzuki mit V2-Motor, die war so brutal, wenn du das Abdraht hast und du bist am Kurveneingang hingefahren, hast nochmal runtergeschaltet, na, das ist so gekommen hinten. Ne? Die hast einfach hinten nicht kontrollieren können, außer du hast ein wahnsinnig schönes Gefühl für diese Kupplung gehabt. Was aber als normaler hast du das nicht, weil du eh schon einen Stress hast am Kurveneingang. Nicht? Und wie das aufgekommen ist mit diesen Anti-Hopping-Kupplungen, habe ich das eigentlich als großartiges Feature empfunden. Vor allem für Leute wie für mich, die jetzt nicht diese mentale Kapazität haben, weil damals hast du noch keinen Blipper gehabt, dass wir wahnsinnig schön runterschalten, also Zwischengas geben, die richtige Drehzahl erwischen, am Anker hängen, den Kurveneingang visieren und dann noch gefühlvoll die Kupplung auslassen, das war eine echte Challenge. Und mit dieser Anti-Hopping-Kupplung hast du dann ein bisschen weniger auf diese Kupplung, auf den Auslasser konzentrieren müssen. Und das war, glaube ich, schon ein sehr sinnvolles Feature. Ja, ich weiß nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass jeder Motorradfahrer mittlerweile dieses Thema Anti-Hopping-Kupplung genießt, dass man sich freut und dass man schätzt, dass man da beim Zurückschalten sich jetzt nicht dramatisch darum kümmern muss, um das Thema Kupplung einschleifen lassen. Oder gibt es noch Asketen, die das gerne selbst steuern, selbst die Kupplung schleifen lassen, das in den guten alten Zeiten so gelernt haben? Postet es gerne unten drunter, dass wir, da bin ich auch fast ein junger Hupfer, also auch ich habe Motorradfahren dann eher richtig weitergelernt mit der Anti-Hopping-Kupplung, aber gerne könnt ihr uns kleinen jungen Hupfer da ein bisschen die Wahlen für richten, dass man doch richtig Motorrad fahren können muss, mit der Kupplung das selbst dosieren können muss. Postet es da gerne unten drunter eure Kommentare. Auf alle Fälle freuen wir uns über einen Daumen hoch und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unten drunter in der Videobeschreibung den Weg findet zu den anderen Videos der Serie Motorradtechnik im Detail hier aus der KTM Motorhall in Mattighofen.